Es gibt im EU-Parlament viele livrierte Saaldiener, mit Ketten behängt. In vielen nationalen Parlamenten trifft man so etwas nicht. Wenn man sich genau umschaut, stellt man fest, es sind nur Männer in diesem Beruf tätig und keine Damen. Hat das irgendeine besondere Bedeutung? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich stelle nur fest, dass auch in bestimmten Logen ja nur Männer sind und keine Damen. Das sind also jene, die dauernd die Gleichberechtigung verlangen, die sie aber in ihren eigenen Reihen, in ihren Geheimclubs nicht umsetzen. Ich halte das Ganze für ein aufgeblasenes Getue, was ja nur durch den Auftritt des Präsidenten Schulz vor dem Parlament noch getoppt wird. Wenn der kommt, dann treten links und rechts drei livrierte Saaldiener in einem Pseudofrack an und einer davon ruft dann in den Saal hinein: Ladies and Gentlemen, der Präsident. Es gibt dann Einzelne, die sich da sogar noch erheben. Und dann schreitet der Herr Präsident zu seinem Sitz, wo ihm dann ein weiterer Saaldiener im Livret seinen Plastikthron unter den Allerwertesten schiebt. Also das ist alles so grotesk, dass man eigentlich eher geneigt ist, schon das Ganze im Bereich des unfreiwilligen Kabarets anzusiedeln. Ausgehend von jenen nämlich, die als Republikaner alle monarchischen Attitüden lächerlich machen. Die betreiben es dann selber, sobald sie die Möglichkeit dazu haben. Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr.